Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Chris, heute mal wieder in Norderstedt bei Changlet Reef. Tobi will ein Soa Safehouse bauen. Ich habe mich für den Denelle Nano Cube entschieden. Ich darf jetzt aufschneiden. Ja. Echt wirklich geil. Darauf warte ich schon seit. Ich mein neues Soa Safehouse. Lampe ist erfolgreich aufgehängt, schön mittig angebracht. Was haben wir denn hier für guten Sand? Wir haben Coral Reef Marine Edition Aloha White Sand in Small. Coral Reef Marine Edition Aloha White Sand in Small. Körnung. Ich finde die Körnung ist, müssen wir mal reinfüllen. Ist das Aragonit oder was ist ja. Das nochmal da? Okay. Ja. Es ist halt nicht so, dass es immer rumweht und irgendwie auf einer Stelle hängt. Okay, dann so. Super geil. Geil. Schön im Osmosewasser. Okay, mal Spülschiff jetzt durch, zwei, drei Mal. Ja, zwei, drei Mal und dann hast du es schon. Und jetzt kommt der spannende Teil, der Aufbau des Riffes. Tobi geht mir zur Hand, da muss mir dann auch sagen, was er sich dann vorstellt. Dass ich so die Abmaßung ein bisschen im Kopf habe, beziehungsweise mich orientieren kann, haben wir die Verpackung genommen. Das ist, stellt ja die Grundmaße, Grundfläche des Aquariums dar. Zu guter Letzt versauen wir die Tischplatte nicht, wenn wir drin rumkleben. So, das Ding ist jetzt fast zu Ende geklebt. Ich schwenke noch einmal drüber und den Rest bekommt er dann aufs Auge, wenn es im Aquarium fertig steht. So, zu guter Letzt folgt jetzt noch eine Paarmessung. Angestrebt sind zwischen 50 und 150 Paar. Mal gucken, was wir mit dem derzeitigen Programm erreichen. So, die obere Äste. Machen wir so um die 120 Paar. Randbereich um die 100 Paar. Müsste man ja hier auch um die 100 Paar haben. Ja, zwischen. Ja. So, runter. Sind es um die 90 Paar. Ist auch ganz gut. Wenn ja, mich Strömung ausstellen. Nö, mit, also ich mische schon mit Strömung. So, hier vorne in dem Riffbereich sind auch um die 90. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus, ne? Ja. Ja, ich denke, das können wir so lassen. Ja, auf jeden Fall. So, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was Tobis Projekt angeht. Oh ja, Einfahrphase und so, ob es überhaupt eine gibt. Wir werden sehen.